Da stehst du mit deiner Laterne. Ach, und deine Warte mal, wir Laterne können auch oben auf die Insel dir. Rauf, ne? Guck mal, da ist ja dieses Schiff. Da oben funkeln die Sterne. Und unten, da saufen wir. Yo, yo, yo. Auf zu neuen Ufer. Wir haben zweimal dasselbe Instrument. Ja, was denn jetzt? Wir müssen uns, wieso stehen wir oben und machen Mucke, Alter? Los, auf geht's, Piraten. Alter, was ist denn nur? Ausgezeichnet. So, mach die Karte ausfindig, navigiert den Punkt, sagt mir, wo ich hinsteuern soll. Ich lass schon mal die Segel runter. Lass schon mal die Segel runter. Izzy lässt schon mal die Segel runter. Ich kriege mal wieder alleine den Anker hoch. Genau, so läuft das. Schneller, Red. Ja. Schneller! Hier wird die neue Karte aber irgendwie noch nicht angezeigt. Ich bin mir nicht, ich habe dieselbe Karte jetzt wieder in der Hand, ist das richtig? Ich habe einmal noch die alte. Ja, ist das Kreuz war auf jeden Fall erstmal richtig. Das Nein, letzte Mal mussten wir auch nochmal zu der Insel. Ja. Richtig. Ja, ist wieder die gleiche Insel. Also wieder okay. Zwei. Okay. Hello darkness, my old friend. So, ein bisschen mehr westlich, bitte. Die Insel ist jetzt genau hinter uns links. Hinter uns? Naja, du bist jetzt dran vorbeigefahren, ja. Wir sind vorbeigefahren. Ernsthaft? Quatsch, ich dachte vor uns. Unser guter Kapitän. Mach mal ich sehe nichts, Alter. Ich bin auf eure Navigation angewiesen. Wo ist denn, wer ist denn hier der Navigator? Alter, what the fuck? Scheiße, was ist los? Handbremse gezogen. Ja, also geht's. Eben mal kurz einen 180-Drift gemacht. Schon mal ziemlich gut. Nice. Es kam auch gleich ein Erfolg dafür. Ein kleines mehr. Kehrwende. Sehr gut, Red. Du mauserst dich langsam zu meinen Lieblingsmatrosen ausgezeichnet. Wie sieht's aus? Ja, so, noch ein bisschen nach rechts und dann können wir Anker ziehen, oder? Ich spring schon. Oh Gott. Mann über Bord. Frau überfahren. Ach, oh, das ist ja, die jetzt das Schiff angehalten hat, oder? Nee, das war ich. Okay. Ah, der Anker ist geil. Der geht super schnell runter, kann das sein? Ja, das ja der dreht Moment, bis der unten ist. Bei Red dauert es ewig, bis er unten oben ist, aber dann. Ja, geht gar nicht. Ja, das funktioniert nicht. Nee, doch, klar. Doch, es dauert ewig, bis er oben ist, aber runter kommt er schnell. Ja, ja. Ja, ihr kleinen Schweinchen, habt ihr mich auch sehr vermisst, wie ich euch. Oh, so knuffig. Truhe entdeckt. Helf mal. Hast du auch eine? Nein. Helf mal mit. Mein Schatz. Na los. Na okay. Nice. Macht's gut. Ey, Helga. Ey. So. Izzy hat mal ein Auge auf den Red. Ich glaube, der hatte gerade irgendwas, ich weiß auch nicht, der hatte gerade irgendwas vor. Der hat zu Elka geflüstert und so. Pass mal an. Also, wirf mal ein Auge auf meinen Lieblingsmatrosen. Hab da so eine Ahnung. Nein. Guck erst mal, was vom Elka so los ist. Das geht. Wie konnte ich nochmal essen? Hab ihm im Ohr abgeschnitten schon mal. Sehr gut. Kann er die Scheiße nicht hören, die Reddy mir erzählt. Ausgezeichnet. Okay, also zurück zum Außenposten, Schatzkarte abgeben und dann Schatztruhe abgeben und mehr holen, ja? Das ist jetzt der Plan. Ja. Okay. Also fahren wir jetzt wieder zurück, gell? Ja, und dann holen wir uns mehr Schatzkarten und dann bleiben wir mal länger auf See. Okay. Und wir fallen mal weiter weg. Shipwreck Bay. Ich glaube, ich hab's. Ich muss aber nachgucken, ob ich wirklich das Richtige gesucht habe. Ja, ich glaube, wäre besser, wenn du mal die Segel auch mal ein bisschen richtest. Ich bin hier oben, Alter. Ja, was machst du da? Glocke läuten. Achso, lässt ihn hängen oder was? Ja. Okay, ich hab sie. Hast sie? Sehr gut. Ja. Ist aber kein Außenposten, deshalb das können wir jetzt nicht. Okay, wie weit ist es ungefähr weg? Warte. Nicht so weit. Okay. Ah, doch, doch, doch. Ja? Doch weit. Wollen wir trotzdem erstmal
Oder nee, wir nehmen erstmal hier was an. Wir können ja abgeben, neue Sachen holen. Ja, und dann machen wir erstmal einen Schwenk zu der Insel. So. Okay. Red, bist du ankerbereit? Immer. Okay. Dann stopp mal. Ja, stopp mal. Ja, ich bin dabei. Wir brauchen einen Moment, bis der unten ist. Oh mein Gott. Wir brauchen einen Moment, ich sag das ja. Alter, ist perfekt eingeparkt, Mann. Ja, natürlich. Tut das dem Schiff gut, Alter? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben irgendwann zwei. Scheiße. Das war flaches Wasser. Nix kannst du. Nee. So ganz so einfach irgendwie. Hey, komm jetzt auch mal. Ah, 151 Gold, okay. So. 151. Wo hast du die Quest herbekommen? Ist sie auch von dem Zeltyp? Bei ihm auch. Ja, ja. Angebote durchsammeln und dann kannst du es nehmen. Angebote durchsammeln? Okay. Na, angucken. Alright, okay, wir haben drei Aufgaben. Ja. Nice. Wir müssen das Schifffeuer umdrehen, weil sonst. Wir müssen Fahrten vorschlagen erstmal. Nee, ich dachte, wir wollten erstmal zu der Insel. Zu der anderen Insel. Achso, ja, können wir auch. Okay. Dann sage ich. Süd. Da liegen Fässer draußen, seht ihr das? Wo? Oh. Links von uns. Steuerbord. Oh ja. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Anker. Ich hab einen Schaff. Nimm mal das Fass. Wir gehen unter. Oh shit. Anker. Hier vorne. Jetzt verstehe ich endlich, für was diese langen, komischen Einhorn-Dinger an Schiffen sind. Also abgefahren. Oh scheiße. LOL! Was ist denn jetzt passiert? Ich hab B gedrückt zum Ablegen, hat er das Fass angezündet. Red hat den Knaller gezündet. Brennen! Wir brennen, wir brauchen Wasser. Wieso zum Fick? Ich bin tot. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Was ist denn? Ich hab Wasser. Ja, das ist, da kannst du dich wiederbeleben. Da musst du eben zu dieser Tür gehen. Nämlich den scheiß Krug. Wo ist denn der Eimer? Ich hab gelöscht. Okay. Aber jetzt brenne ich. Das ist okay. Jetzt bin ich bei der Tür, was kann ich jetzt machen? Da kannst du durchgehen, glaube ich. Also es gibt einmal die Möglichkeit, dass du komplett woanders kommst. Oh mein Gott, jetzt müssen wir unbedingt, wir gehen gerade unter. Ganz schnell. Jeder ein Eimer. Ja. Wo ist denn das Loch? Ist erstmal egal, dann kümmere ich mich drum. Wir müssen erstmal das Wasser dingsen. Ah, ich bin da. Was brauchen wir, ein Eimer? Warte, ich, genau, mach die. Hier unten, Alter. Hier geht's noch weiter runter. Ja, genau, es geht noch weiter runter. Ich suche das Loch. Oh Gott, das sind mehrere Löcher. Naja, aber bis man... Okay, ein Loch ist zu. Okay, nächstes auch. Alter, wir sind, vor der Insel gehen wir unter. Das darf auch niemand erzählen. Piratenprofis, Alter. Ja, ich kann ja gleich eine Sandbank. Okay. Alter, da muss man echt aufpassen mit den Fässern. Yep. Also, die roten Fässer mit einer Zündschnur darfst du auf jeden Fall nicht so ablegen. Ja, wer hätte das gedacht? Das wird drüber reden. Hat der keiner gesagt? Ja, das Schiff ist gewendet. Warum auch immer. Okay. Vielleicht durch die Explosion. Gut, alte Druckwelle. Gut, Anker. Anker ist gelichtet. Eigentlich, wir fahren doch schon noch nicht. Nee. Nee? Okay. Hat jeder für die Fahrt abgestimmt hier? Ich hab nichts mehr. Nee, das machen wir jetzt ja gar nicht. Ja. Wir fahren jetzt das anders hin. Oh Gott, scheiße, schaffen wir nicht, oder? Wir sind zu schnell. Oh Gott, fuck, das wird nix. Macht euch schon mal drauf gefasst, dass wir nochmal direkt das Schiff haben. Ich hole meinen Eimer schon. Den Eimer. Bleib du oben und lenk das Ding. Ja, ich lenke, alles gut. Soll ich bei der Karte erstmal bleiben oder braucht ihr mich für irgendwas? Also bis jetzt ist nichts kaputt hier. So, unten. Jetzt hast du eine gute Richtung, also ich weiß nicht, ob du noch lenkst, nee. Aber jetzt naja, also du einfach geradeaus, geradeaus, geradeaus. Mir steuert das Schiff eigentlich, Pixel. Das ist autonom, Alter. Alles gut. Ich bin der Elon Musk der Piraten. Unser Ziel ist Shipwreck Bay. Da können wir das Schiff dann kaputt machen. Alles klar? Also keine Panik, Pixel macht alles richtig. Oh, du spielst mein Lied. Das ist unser Lied. Ja, aber wenn du es jetzt spielst, spielst du es ja für mich. Wir spielen es. Oh.
Die Insel, die jetzt hier vorne links ist, ist das aber noch nicht, oder? Nein, das ist Skullkeep. Okay. Also aufpassen und Köpfe behalten. Wir müssen mal ein bisschen nach links einlenken. Ganz bisschen. Entspann dich doch mal. Genieß die Reise. Ich kann grad nicht. Und wenn, müssten wir eher ein bisschen nach rechts einlenken. Weil wir so ein bisschen abdriften jetzt von unserem Ziel. Krass, wie lange die Wolke sich da oben hält, Alter. Unglaublich. Heftig, ne? Wir müssen wieder einen ganz kleinen Tick nördlich lenken. Ganz klein. Sonst fahren wir dran vorbei. Gleich. So, wir passieren gleich Isle of Last Words, aber die dürfen wir nicht sehen, weil wir zu weit weg sind. Okay. Aber wir müssen nach wie vor jetzt nochmal einen kleinen Tick nördlich. Ganz klein. Also die Insel scheint felsig zu sein, dass da viele Felsen umrum sind. Oh, guck mal, hier rechts. Der Steuerbord, Backbord meine ich. Seht ihr das? Da sind diese vier großen Felsen, in der Mitte ist einer. Das Dorf wartet auf uns. Also ihr fahrt jetzt genau drauf zu. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil da sind viele Felsen. Ich glaube, deshalb heißt die Insel auch Shipwreck Bay. Ja, da müssen wir hin, ja? Ja. Jetzt driftet ihr zu weit nördlich. Jetzt fahren wir gleich sonst auf der anderen Seite vorbei. Aber seht ihr sie schon? Das macht nichts. Wollen wir vielleicht mal irgendwie etwas Säge runterlassen, hochlassen, damit wir etwas langsamer werden oder so? Können wir machen, Geh runter. Nimm das Hinterste. Das haben wir jetzt entscheiden, das musst du sagen. Ja, sorry, stimmt, du hast recht, ich bin in meiner Rolle noch nicht so ganz gewachsen. Ja, ich merk's. Vielleicht sollte man das mal überdenken. Ich mach das große mal Halbmast. Ja, ein bisschen nach links. Schon dabei, Matrose. Das sind Vögel. Wollen wir ein bisschen seitlich an die Insel ranfahren, dass wir nachher wenden können? Mhm. Also jetzt ein bisschen rechts quasi. Naja, lass mal. Denkt an den Anker, die 5 Sekunden oder was er braucht, ne? Ja. Ich fahre das große Segel mal komplett ein. Oh, die ganzen toten Schiffe hier. Wir sind gleich auf. Deshalb bin ich auch schon abgesprungen. Ich habe keine Lust, mit euch runterzugehen. Hinten ist komplett angefahren. Och, shit. Ernsthaft? Was ist das denn, Alter? Das ist doch perfekt daneben gefahren. Ja, jetzt hab ich den Anker rausgeschmissen. Naja, ist ja richtig. Aber das klang nicht gut. Nee, hinten, unten ist noch ein bisschen Wasser. Oh, ich glaube, ich habe ihn schon gefunden, aber ich habe die Kiste noch nicht dabei. Nee, wir haben erstmal ein Wasserproblem. Ja, ich habe ihn. Ja, hier ist tatsächlich. Lass mal jedes Mal das Holz aus dem Dings. Okay, ich brauche nicht mehr Holz. Das ist das letzte Brett. So, wir wollen auf die Elka, Pixel auf die. Ach nee, okay. Ich dachte, ich schieße dich auf die Insel drauf. Aber ich gerade überlegt tatsächlich, aber da verliert man bestimmt Tapet, oder? Naja, ich glaube auch. Komm, wir probieren es aus. Na gut, weil du es bist, Red. Ich vertraue dir am meisten Kiste von allen. Mitbringen. Oh, die schießen What the fuck, da wird auf uns geschossen. Schieß mich da hoch, schieß mich da hoch. Ach so, ja, okay. Kommst du da nicht hoch? Warte, nee, lass die Kanone wechseln. Das Schiff ein bisschen drehen. Ich kann nicht, warte mal hier, lass mal hier, Gott, hier, die. Kanone. Lass halt wieder hochrennen und die abklatschen. Fuck. Ja, ich geh da hoch. Tötet ihn. Warte mal, ich hab doch einen Sniper, warum schieße ich ihn eigentlich nicht? Weil du der Captain bist. Gott, verdammter Fuck. Hab getroffen? Ja, mal weiter. Achtung, hier kommt einer Hacker vor dir direkt. Oh, fuck. Oh, shit. Okay, die Kanone hat er gelassen. Ah, ich hab ihn. Okay, er ist down. Also kaputt. Ich hab ihn zerfickt. Alter, durchgemettelt. Hä? Oh, Izzy, Alter, hast du es gesehen, wie ich dich gerettet habe? Was? Das habe ich mit meiner Klinge eben gemacht. Nee. Mission erhalten. Mhm. Habt ihr es auch gerade gekriegt? Yep. Ja. Okay, jetzt haben wir überall Skelette. Scheiße. Ich habe die Kiste jetzt schon mit für den Typen. Hm, okay. Ja. Ach, hier ist er das, oder was? Ja, das ist er. Okay, ja, cool, dann. Elka hüpft da rum. What? Elka rennt immer vor, Alter. Das macht er bei Apex, das macht er bei Call of Duty, das macht er einfach im Game, bin Alter. Nur Reddit dahergegangen. Die ganze Zeit immer am Schweigen, nur nichts erzählen, was er macht, Alter. Nur vorrennen, irgendwas machen. Unglaublich. 300 Gold, jawoll. Nice. Alter. Was gibt's hier? Gibt's hier gar nichts, Alter. Außer eine Munitionskiste gefunden. Ah, guck mal, hier, Handelsbund ansehen erhöht.
Sehr gut. Dafür hat sich der Wallfisch schon gelohnt. Das Logbuch eines vom Unglück verfolgten Kapitäns berichtet von einem mysteriösen Kriegsschiff und verlorenen Seelen, die auf ewig gefangen sind. Für Seemannsgarn stimmen. Ah, das wäre sogar eine Quest. Boah, fuck, Alter. Das sieht irgendwie ziemlich dangerous aus. Wenn das Buch schon leuchtet, dann weiß ich auch nicht. War ein Vulkan und ein Geisterschiff, Alter. Und Schiss. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon ready sind. Nee, ich glaube auch nicht. Okay, habt ihr die Insel sonst erkundet? Habt ihr irgendwas Cooles gefunden noch, oder? Ja, die Flasche passt. Ich koche jetzt meine Banane. Muss ich auch mal ausprobieren. Banane nehmen. Nein, das ist meine. Hier sind noch so ein paar Munitionskisten, wo ich. Oh, das ist ein bisschen angebrannt, scheiße. Ich hab schon aufgestockt. Muss ich ausrüsten, oder was? Na, einfach irgendwas reinnehmen. Ach so. Ja, muss ich ausrüsten vorher. Ja, die leuchtet wie ein Stück Gold, das Ding. Leuchtet. Oh, da drin sind noch zwei Skelettis. Oh, das ist eine schwarze Banane. Röstaromen, du hast Essen. Ist verbrannt. Die größer als die gelben? Wo seid ihr jetzt? Ich hab schon wieder einen Erfolg. Auf dem Schiff oder wo seid ihr? Ich hänge gerade an so einer Subinsel hier von den Dingern rum. Boah, das ist ein schwarzes Schwein. Aua! Alter, ey, sag mal. Was ist denn los mit euch, Junge? Ich muss euch mal Banieren beibringen. Unglaublich. Barbieren? Noch ein Barbier, Schuss. Ja. Barbier. Barbier muss ich euch mal vorbeifahren. Barbier vorbeibringen, auch Alter machen. Hallo, Schweinchen. Hast du das schwarze Schweinchen schon gesehen? Das ist besonders knuffig. Helle, helle, helle. Na, 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 angeln. Na, 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 angeln. Nein, die Seefahrerseele, das war das, was wir nicht machen wollten, ne? Genau. Ja. Das ist kaputt gegangen. Angeln. Was ist los mit dem Fisch? Hier, Izzy, kannst du was lernen? Ich muss nicht angeln können, ich habe genug zu essen. Aber es geht doch nichts über so einen leckeren Fisch. Ich hab Maden. Das wissen wir. Das wird der leckerste Fisch des Lebens, Alter. Oh mein Gott, freue ich mich, den zu essen. Nom, nom. Oh, wolltest du zum Angeln noch was erzählen, ja? Was zum Fick, Alter? Wo ist denn... Hä? Will mich das Spiel verarschen? Dann leck mich doch am Arsch, Alter. So, Fische. Okay. Machen wir es einfach anders, okay? Kann das Spiel auch. Ja, Schlöcher. Okay, haben wir noch irgendwas verloren oder wollen wir los? Wir haben drei Missionen, die auf uns warten. Mein Schweinefleisch-Inventar ist voll. Ach Gott. Okay. Okay, ja, los jetzt. Go. Auf geht's. Der Captain hat ein Wort gesprochen. Auf an Bord, Frauen und Männer. Hat der Dude hier noch irgendwas zu sagen? Eine Quest oder so? Pass auf. Ich hätte ein paar Geschichten. Ah, ja, okay, alles klar. Nicht. Das ganze Dialogsystem von dem Game ist eh ein Witz. Immer nur maximal ein Zeiler, Alter, damit man ja nicht überfordert ist. Und dann musst du weiterklingen, um die nächste Zeile zu bekommen, anstatt sie einfach die scheiß zwei Zeilen in einen... Ach Gott, naja. Red, ich weiß genau, was du denkst. Lass es. Was denn? Ich bin nicht allein hier oben. Krass, Alter, ich komme gefühlt gar nicht voran. Oder fahrt ihr weg, ihr Arschlöcher? Dreh mal die anderen Segel schon mal auf normal oder auf rechts. Wieso? Ich wusste es. Ich wusste es so sehr, dass ihr das macht. Ihr seid das Letzte. Wir heben da nicht ab. Verfluche euch auf alle Ewigkeit. Du hast das doch, wir sind bei uns. Euch soll der Kraken holen, Alter. Der fucking scheiß Kraken soll ich holen.